Hallo allerseits. Also, Subaru 2022 mit beschädigtem Viertel und einer beschädigten hinteren Tür. Das Viertel und die Hintertür werden ausgetauscht. Die vordere Stoßstange hat Kratzer. Die Reparatur wird etwas komplizierter und interessanter sein. Für die Reparatur habe ich ein Viertel und eine Hintertür zur Verfügung. Das Auto ist bereits in meiner Werkstatt und ich beginne mit der Reparatur. Als erstes werde ich versuchen, die Tür zu öffnen. Der erste Versuch ist bedauerlicherweise fehlgeschlagen. Okay, ich werde es auf eine andere Weise versuchen, es zu öffnen. Die Tür wurde entfernt. Jetzt nehme ich die Teile aus dem Innenraum und alles, was mich bei der Reparatur stören könnte, heraus. Der Autosalon ist zerlegt, jetzt hebe ich das Auto hoch und werde es vollständig auseinandernehmen. Also ist das Auto zerlegt und auf dem Stapel platziert. Ich beginne, an der Karosserie zu zaubern. Um anzufangen, muss ich den Radbogen herausziehen. Jetzt können wir loslegen. Lasst uns beginnen.
Die Arbeit des Ausziehens ist vollständig abgeschlossen. Jetzt werde ich die beschädigte Hardware entfernen. Alles, was sich ändern wird, wurde gelöscht. Jetzt alles an seinem Platz. Jetzt muss ich die mittlere Stütze montieren, damit ich die Tür ordnungsgemäß installieren und sicher befestigen kann. Jetzt werde ich die Vordertür ausrichten und danach kann ich alles installieren und schweißen. Aber zuerst nehme ich alles, was ich brauche, von einem Spenderstück für meine Bedürfnisse. Jetzt habe ich alle Details, ich kann installieren und schweißen.
Gut. Innere Elemente sind verschweißt, Schweißnähte sind versiegelt. Ich montiere die hintere Tür, den hinteren Kotflügel, justiere die Schweißverbindungen, überprüfe die Spaltmaße und führe dann das Schweißen durch. Spaltmaße okay. Flügel abnehmen, Klebstoff auftragen, alles einsetzen, schweißen. Ich habe die Lampen montiert, die Spaltmaße überprüft und werde nun mit dem Schweißen beginnen. Die Arbeiten am Schweißen sind fertig. Ich verwende Blei, um die Schweißnaht am Ständer zu gießen. Bisschen herbetig. Thank you.
Arbeit mit Metall ist abgeschlossen. Ich montiere die Räder, nehme das Auto vom Stapel und es fährt in die Polierwerkstatt. Eine Woche später wurde das Auto nach der Lackierung zu mir zurückgebracht. Ich sammle es ab und nehme es entgegen. Die Reparatur dieses Subaru ist abgeschlossen. Für diese Reparatur wurden 65 Stunden meiner Arbeit und eine Woche Malerarbeiten benötigt. Das war's für heute. Mit Ihnen war Arthur. Abonnieren Sie meine neuen Videos. Tschüss.